Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es geht nicht um KI-Bilder, die ich versucht habe zu erstellen, sondern es geht heute um das Thema AirDroid, also eine Software, welches euch ermöglicht, eure Kinder, so ihr das denn möchtet, bei ihren Smartphone-Aktivitäten und den Bewegungen, die sie tun und so weiter und so fort zu überwachen. Wie AirDroid selber sagt, die elterliche Kontrolle, die gucken wir uns heute einmal in der Kurzvorstellung an. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, wer sich jetzt fragt, was ist denn das überhaupt, dem versuche ich es ein bisschen zu erklären. Also, das ist eine Überwachungssoftware für euer Smartphone, also sowohl unter iOS als auch unter Android funktioniert das Ganze, mit der ihr als Eltern eure Kinder überwachen könnt, / beobachten könnt, was sie tun und so weiter und so fort. Also zum einen könnt ihr natürlich den Bildschirm angucken, ihr könnt Mitteilungen erhalten, ihr könnt Zeitlimits einrichten, ihr könnt das Ganze auf bestimmte Apps beschränken, ihr könnt den Standort verfolgen, wenn ihr das denn möchtet, und ihr habt auch die Möglichkeit, Aktivitätsberichte eurer Kinder abzurufen, sprich welche App haben sie wann, wie oft genutzt und so weiter und so fort. All das geht drahtlos und in der Theorie sogar ohne, dass das Kind es mitbekommt, wobei ich persönlich immer sagen würde, das ist ein ganz schwieriges Ding. Deswegen zeige ich euch später auch noch, wie man dem Kind zumindest ermöglichen kann, dass es sieht, dass ihr gerade auf das Telefon zugreift, beziehungsweise das Kind sozusagen überwacht. Ihr könnt das Ganze kostenlos testen, 3 Tage lang, finde ich persönlich ganz gut, so kauft man nicht die Katze im Sack, und ihr braucht auch kein Root für das Ganze. Wenn ich weiß, was es ist, für den ist eh egal. Im Prinzip funktioniert alles out of the box. So, springen wir einmal rein in die Installation bzw. Setup oder Einrichtung. Auf der linken Seite seht ihr jetzt das Telefon der Eltern sozusagen. Also sprich, da könnt ihr einfach aus dem Play Store unter Android, jetzt in dem Fall Android Parental Control, installieren. Dann öffnet ihr einmal die App und müsst euch dann mit einem Account anmelden. Zunächst aber wird euch noch ein bisschen erklärt, was das Ganze kann. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen zusammengefasst. Ihr könnt euer Kind überwachen sozusagen. Sowohl die Kamera als auch das Mikrofon, als auch den Standort und so weiter und so fort. Also ihr habt sehr weitreichende Möglichkeiten, und ich kann nämlich nur wiederholen, überlegt euch sehr genau, wie ihr das macht und ob ihr das macht, und wenn, dann besprecht es mit eurem Kind. So denke ich zumindest, ist es sicherer, beziehungsweise auch ein vernünftiger Umgang miteinander, um ein gewisses Vertrauen aufzubauen. Theoretisch lässt sich das Ganze aber auch komplett blind installieren, also sprich, das Kind bekommt nicht mit, dass ihr auf dem Telefon aktiv seid. Dann müsst ihr ein Konto erstellen, das dürfte, denke ich, klar sein. Meldet euch einmal kurz an und definiert dann noch, welches Gerät ihr jetzt gerade hier im Einsatz habt. Und wir haben ja gerade gesagt, es ist das elterliche Gerät, sprich, ihr nehmt mein eigenes. Rechts oben könnt ihr, wenn ihr wollt, noch euren Account wechseln, falls ihr was Falsches eingegeben habt oder ähnliches. Und dann könnt ihr quasi loslegen mit der Überwachung des Telefons eures Kindes. Und auch da müsst ihr noch ein bisschen was einrichten. So, und jetzt wechseln wir einmal nach rechts rüber. Das ist das Smartphone des Kindes. Und wir können jetzt hier quasi natürlich einfach den QR-Code oder den Link scannen, wie auch immer ihr es machen wollt. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, ich scanne jetzt hier mal den Link und komme dann auf eine entsprechende Download-Seite, wo ihr die Kinderversion herunterladen müsst. Die ist nicht Bestandteil des Google Play Stores, und das hat seine Gründe, denn es ist natürlich eine App, die jetzt quasi weitreichenden Zugriff auf euer Smartphone zulässt. Und ich kann es nicht oft genug sagen, guckt euch das genau an, checkt, ob der Anbieter für euch sicher genug ist, damit ihr sagen könnt, ihr könnt das installieren, ohne euch Sorgen um eure Daten machen zu müssen. Gut, also einmal installieren. Wenn ihr nicht aus unbekannten Quellen aktiviert habt, müsst ihr das in dem Fall noch tun. Bei mir ist das schon aktiviert, deswegen kommt diese Meldung jetzt nicht mehr. Dieser Virus-Scan, der hier auf meinem Smartphone durchläuft, der ist nicht bei jedem. Also sprich, der kommt nicht automatisch bei euch. Gegebenenfalls öffnet sich einfach die App. Wir gehen zurück auf Öffnen und gehen jetzt auf den unteren Block, wo jetzt Öffnen steht, damit die App dann auch entsprechend sich zeigt. Denn zeigen ist auch schon das Richtige. Gleich kommen wir dazu, ob die App auf dem Smartphone von eures Kindes angezeigt werden soll oder halt eben nicht. Zunächst mal müsst ihr hier nochmal bestätigen, dass ihr die Erziehungsberechtigten seid und so weiter und so fort. Euch in Ruhe dann mal durchlesen, wenn ihr mögt. Und ansonsten tretet ihr jetzt hier quasi der Familiengruppe bei. Das hat die App quasi erkannt auf Basis dessen, was ihr vorher gescannt habt. Der Code ist mit integriert, sodass ihr jetzt automatisch mit eurem Account verknüpft werdet. Ansonsten könnt ihr hier auch einfach den Code eintragen, den ihr gerade eben schon gesehen habt. Und jetzt seht ihr hier, ihr könnt jetzt einen Namen vergeben, ein Geburtsdatum und ein Avatar oder ein Foto, wie auch immer. Da könnt ihr im Prinzip reinschreiben, was ihr wollt, spielt am Ende überhaupt keine Rolle. Macht natürlich
natürlich Sinn, da, wenn ihr zum Beispiel mehrere Kinder habt, da das Kind entsprechend zu benamen, damit ihr dann auch zuordnen könnt, welches Telefon ihr euch gerade anguckt und wisst, wer sich wo befindet sozusagen. All das lässt sich natürlich darüber aussteuern, indem ihr hier einfach einen schlauen, klugen, aussagekräftigen Namen, im Zweifel den Namen eures Kindes, natürlich eintragt. Wir nehmen hier jetzt mal Meister Lampe, spielt ja keine Rolle. Geburtsdatum spielt am Ende für uns jetzt hier erstmal auch keine Rolle. Nehmen wir mal 2010. So, jetzt könnten wir theoretisch noch einen Avatar oben oder unter einem Bild hochladen. Wollen wir jetzt in dem Fall nicht. Deswegen schließen wir jetzt sozusagen diesen Teilbereich einmal ab und sehen dann, dass wir jetzt eine ganze Reihe von Berechtigungen erteilen müssen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, die App erhält wirklich sehr, sehr weitreichenden Zugriff auf das Smartphone, muss sie auch, um technisch zu funktionieren. Also das ist jetzt nicht überraschend. Ich verkürze es hier wirklich mal ganz schnell. Es ist eine ganze Menge, was ihr machen müsst. Guckt euch das in aller Ruhe bitte an, checkt, ob das für euch okay ist und packt dann die entsprechenden Aspekte mit rein. Jetzt müssen wir zum Abschluss noch einmal auf dem linken Eltern-Smartphone sozusagen einen Code eingeben, damit man die App auf dem Kindersmartphone auch schützen kann. Deswegen merkt euch den gut. So, jetzt aber aus der Theorie mal in die Praxis hinein und wir gucken uns jetzt einmal an, was wirklich geht. Ihr seht im linken Bereich jetzt den Administrationsbereich in der Eltern-App sozusagen, wo ihr die verschiedenen Punkte alle auswählen könnt und auch einmal durchprobieren könnt. Da gibt es wirklich vielfältige Dinge, zum einen den Bericht, zum anderen Kamera und so weiter und so fort. Also zum einen habt ihr hier natürlich die Remote-Kamera. So, das heißt, ihr könnt auf die Kamera des Gerätes von eurem Kind zugreifen. Ihr seht jetzt rechts, dass ich im Bereich der des Setups ausgewählt habe, dass das Kind sehen soll, wenn Dinge passieren. Ihr seht jetzt also rechts auf dem Kindergerät, ganz links oben, dass die Kamera gerade aktiviert ist. Das lässt sich deaktivieren, wenn ihr das wollen würdet. Ich finde es nur richtig, dass das Kind weiß, wenn ihr darauf zugreift, deswegen würde ich es immer aktivieren. Theoretisch geht es aber eben auch ohne. So, jetzt gehen wir in Bildschirmspiegelung. Das ist ja vielleicht eine der Funktionen, die man öfter mal nutzt, wenn man mal gucken will, was das Kind so gerade tut. Da seht ihr dann einfach eine Kopie vom Bildschirm eures Kindes und könnt euch im Zweifel angucken, was das Kind da gerade so tut. Auch da gilt natürlich, ich bin der Meinung, muss man in Absprache mit dem Kind machen, darf man nicht einfach so machen, ohne mit dem Kind drüber gesprochen zu haben. Aber, und nochmal, es geht theoretisch auch ohne, wenn man das tun wollen würde. Gut, gucken wir uns an, was sonst noch geht. Wir haben noch Einweg-Audio. Das ist im Prinzip eine Art, ich nenne es mal Wanzenfunktion. Sprich, ihr hört, was gerade auf dem Gerät von eurem Kind oder in der Umgebung des Gerätes eures Kindes gesprochen wird. Das lässt sich dann hier abhören und auch aufzeichnen, wenn man möchte. Und ja, das ist einfach die Funktionalität von Einweg-Audio. Ist so ein kleines bisschen komisch umschrieben aus meiner Sicht, aber gut, das ist halt die Erklärung für das Ganze. Eine der wichtigsten Funktionen sicherlich ist das Tracking bzw. die Ortungsfunktion. Die findet ihr unten im mittleren Bereich der Icons und seht dann, dass wir quasi uns hier gerade an diesem Standort befinden und habt jetzt die Möglichkeit, nicht nur zu gucken, wo sich das Kind gerade befindet, das ist sicherlich eine interessante Geschichte, sondern habt auch die Möglichkeit zu gucken, wann es sich wo befunden hat, also sprich, was hat es gestern gemacht und so weiter und so fort. Eine weitere Funktion, die ich persönlich ganz hilfreich finde und die ich auch nicht ganz so tragisch finde, wie vielleicht manche von den anderen Funktionen, ist der Bereich Geofence. Da könnt ihr definieren, wo sich euer Kind aufhalten darf und wo es eben, wann ihr eine Information bekommen wollt, wenn es diesen Bereich verlässt. Das finde ich persönlich ganz gut, wenn man definiert hat, okay, du bist heute da und da und da und da und dann geht das Kind außerhalb dieses Bereiches, dann kriegt man eine Nachricht. Das finde ich persönlich ist tatsächlich in der Abstimmung mit dem Kind sicherlich auch noch eine Funktion, die durchaus sinnvoll und auch in Ordnung ist. Gibt noch ganz viele weitere Funktionen, die ihr hier nutzen könnt. Ihr könnt noch Website-Beschränkungen vornehmen, ihr könnt Apps limitieren, also sprich den Zugriff darauf limitieren, all das, was man sich so ein bisschen vorstellt unter dem Punkt, wie kann ich da so ein bisschen auch die Nutzung des Gerätes einschränken sozusagen. Das gilt auch übrigens für Webseiten und so weiter und so fort. Also ein recht umfangreiches Portfolio an Themen in der App. Ja, was gibt's jetzt insgesamt zu AirDroid Parental Control zu sagen? Also zunächst mal, die App ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ihr bekommt ein recht breites Portfolio, habt die Möglichkeit, das Ding 3 Tage zu testen. Danach kostet es logischerweise Geld. Den Link zu der App findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Ist ein Affiliate-Link. Ich bekomme ein paar Euro dafür, wenn ihr es abschließt. Guckt einfach mal, ob das für euch passt. Ich würde auf jeden Fall erstmal die Testphase laufen lassen,
Und ich empfehle euch, sprecht mit eurem Kind über die ganze Aktivität, so ihr das denn tun wollt. Überlegt euch, ob das nicht auch automatisch angezeigt werden soll, wenn ihr aufs Handy zugreift. Das ist ja die Option, die ich euch vorhin gezeigt habe. Es geht natürlich auch ohne, wobei ich das persönlich ja nicht unter Vertrauen verstehe. Ja, insgesamt muss man sagen, das Paket ist sehr rund und für den Preis würde ich persönlich sagen, ist es auch okay. Checkt das Ding mal aus. Wer Fragen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir am Ende nur zu sagen, danke fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.